Stell dir vor, du springst hinein in das Glück, erlöpfter Schein. Dein Traum wird wahr, der Spaß ist groß. Jetzt geht das Leben richtig los. Freiheit, Freizeit, keine Sorgen. Geld genug von heute auf morgen. Die Chancen sind für alle gleich. Spiel mit und werde reich. Papa, Vita hat gesagt, sein Vater hat gesagt, salzige Heringe sind so salzig, dass man damit manches einlegen kann. Salzige Heringe sind eben nichts für Schwächlinge. Du, Papa? Ja. Wir sind ganz schön harte Kerle, ne? Ja. Yes, 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 yes. Urlaubszeit ist Reisegoldzeit. Reisegold gegen Reiseübelkeit in Ihrer Apotheke. Es gibt Momente im Leben, da weiß man, es ist Zeit für Persil Megaperz. Früher war mir Wäsche nicht so wichtig. Da habe ich irgendeinen Pulver genommen. Aber als du kamst, wurde alles anders. Für meinen Schatz nur das Beste. Ich muss doch wirklich sicher sein, dass so ein Karottenlätzchen wieder richtig sauber wird. Deshalb kam für mich nur Persil Megaperz in Frage. Persil Megaperz jetzt mit mehr aktivem Sauerstoff, der nicht nur Flecken besser löst, auch den tief sitzenden Schmutz. Mein Leben hat sich echt verändert mit der Kleinen. Wenn's drauf ankommt, kommt man zu Persil Megaperls. Ja, wo laufen Sie denn? Ach, ja, wo laufen Sie denn, die Jungs von der ARD? Die wollten doch hier den Wetterbericht machen. Es wird wieder Santa Barbara's Wetter. Schönen guten Abend hier beim Wetter im Ersten. Aprilwetter gab es auch heute wieder und dazu dann auch noch richtige November-Sturmböen. Und am windigsten war es in der Mitte Deutschlands. Hier wurden in den kräftigsten Böen 8 bis 9 Windstärken gemessen. Auf dem Brocken im Harz gab es sogar 12 Beaufort, also Orkanstärke. Und dort, wo normalerweise die Stürme zu Hause sind, über der Nordsee und der Ostsee, war es nur schwachwindig. Und Ursache hierfür war die Luftdruckverteilung heute Mittag über Europa. So gab es zum Beispiel über der Deutschen Bucht kaum große Luftdruckgegensätze, große Isobarenabstände dafür. Und in Mitteldeutschland drängten sich die Isobaren dafür ganz, ganz eng zusammen. Hier gab es auf sehr kleinem Raum sehr große Luftdruckgegensätze und deshalb fegte der Wind ja auch so kräftig daher. Genau in dieser Beule lag übrigens die Kaltfront, die das Aprilwetter brachte, mit Regenschauern und Gewittern. Und diese Kaltfront bedeutet auch für den Wind noch eine weitere Veränderung. Davor weht der Wind aus südlichen Richtungen, dahinter kommt er aus westlichen Richtungen daher. Diese Kaltfront zieht aber im Laufe der Nacht wirklich über ganz Deutschland hinweg. Und morgen Vormittag gibt es eine weitere kurze Schlechtwetterpause. Es ist wechselnd bewölkt und ab und zu scheint sogar die Sonne. Diese trockene Zeit dauert morgen allerdings nur ganz, ganz kurz, denn ganz rasant kommen aus Westen neue dicke Wolken daher. Und die bringen am Nachmittag in weiten Teilen Deutschlands Dauerregen, im Süden zum Teil sogar sehr kräftige Gewitter. Bis zum Abend fast trocken und relativ sonnig bleibt es nur noch im Berchtesgadener Land und auch in der Oberlausitz. Hier rückt die Front als letztes heran, doch auch dann fängt es hier dort an zu regnen. Die Temperaturen zeigen weiterhin sehr große Unterschiede zwischen dem Nordwesten mit 15 bis 19 Grad und dem Südosten mit Temperaturen von über 20 Grad. Und der Wind, der weht morgen an der Küste wirklich am kräftigsten, aus südwestlichen Richtungen mit 4 Windstärken, sonst ist er nur schwach windig. Am Samstag wird es überall deutlich kälter, eine neue Kaltfront zieht über Deutschland hinweg, dann gibt es Temperaturen um 18 Grad und so bleibt es auch am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche wechselhaft und relativ kühl. Deshalb suchen wir unser neues Urlaubsziel und starten diesmal mit dem Flugzeug in München, fliegen in Richtung Südosten, nicht zum Mittelmeer. Vorbei am Chiemsee, der ist dort im Hintergrund zu sehen. Hier landen wir aber nicht, denn am Wochenende wird es auch hier ziemlich schlecht. Dann umkreisen wir die Stadt Wien. Links ist der Wienerwald, rechts die Stadt Wien und wir fliegen weiter und landen schließlich in Budapest. In Ungarn bleibt es nämlich in den nächsten Tagen richtig schön hochsommerlich warm. Morgen ist es sonnig, es gibt Temperaturen von 28 Grad in Budapest, 27 Grad am Balaton und in der Pusta sogar 30 Grad. Also warum nicht mal hier hinfahren? Morgen Abend geht's weiter mit den Urlaubstipps. Einen schönen Abend und tschüss. Es ist immer Santa Barbara's Wetter. In jeder wohlerzogenen Familie herrscht ein gewisser Stolz auf gute Tischmanieren. Senf. Boah, tja! Der war auch schwer.
Die Schäfers fallen aus dem Rahmen. Nicht von schlechten Eltern. Freitag 18:54 Uhr im Ersten.